Wir sind in Coesfeld. Coesfeld hat ungefähr 37.000 Einwohner. Einer davon ist Uwe Ciskale. 1987, 88 in der Fußballsaison hat er für den FC Bayern München gespielt, ein halbes Jahr lang. Jetzt ist er wieder in Coesfeld, hat eine eigene Kneipe, ein eigenes Hotel. Das ist hinter mir und da gehen wir jetzt mal rein. Ja, da sind wir. Schön hier. Gemütlich, rustikal. Uwe, wo bist du? Hier bin ich, ich muss gleich ans Telefon. Ein Ex-Profi, hier im Hotel. Ja, hat sich dafür, du bist mittlerweile als Hotelier, als Restaurantbesitzer quasi im Einsatz, nicht mehr als Profi, das ist lange her. Hast du dein Glück gefunden im Privatleben jetzt? Klar, wir haben uns also einiges hier erarbeitet in Coesfeld, war auch nicht ganz einfach, genauso wie meine Karriere als Fußballer, da muss man auch immer 100% geben. Genau das haben wir hier auch gemacht, das war für mich dann ein großer Vorteil, dass ich das als Profi schon kannte. Und ich habe wirklich, oder wir, ich bin ja nicht alleine, wir haben aus einem kleinen Familienbetrieb ein etwas größeres Unternehmen gemacht, ja. Ja, alles klar. Wenn sollte das nicht der Fall sein, dann ruf rechtzeitig an. Wir machen jetzt nichts Schriftliches, dann bist du so gegen 8 Uhr hier, zwei Einzelzimmer. Natürlich, du kannst heute Abend auf Fußball gucken, wir haben eine Sportsbar, alles dabei. Dann dreh doch einfach um, dann hast du hier die Ecke, wo ich sitze. Ja. Weißt du? Da sind wir gerade beim Thema Bayern München. Ich glaube, es war die Saison 1987, 88. Ja. Als du einen Anruf bekommen hast von, war es Uli Hoeneß damals, der dich angerufen hat? Nein, es war damals unser Präsident Karl Schilz. Und der hat mir gesagt, Uwe, komm mal nach Wattenscheid. Ich habe gesagt, warum? Und dann hat er gesagt, komm nach Wattenscheid, wir müssen nach Düsseldorf. Und dann wusste ich immer noch nicht, ich habe erst im Hotel erfahren, unten in der Lobby, worum es ging. Da hat er mir das gesagt, ja. Das wusste ich. Eigentlich wollte ich nach Köln zu Christoph Daum. Ich war also damals in Stuttgart, bin ich gewesen, und in Köln. Diese beiden Sachen haben mich interessiert. Ich hatte ganz viele Angebote, auch aus, Hotel am Münstertor, aus Frankreich zum Beispiel. Aber der Christoph Daum hat mich mit seiner Art eigentlich überzeugt. Wir haben lange gesessen in seinem Büro. Für heute? Und der hat mich schon richtig begeistert. Und ich war eigentlich schon mit Köln, also mit mir, meiner Frau und Familie klar, dass wir nach Köln gehen. Und dann kam eben dieser Anruf, dass ich nach München gehe, ja. Weil ich jetzt in Köln auch noch keine feste Zusage gegeben habe, sonst hätte ich es nicht gemacht. Wo du gerade sagtest, Geld, darf man über Geld sprechen, darf man sagen, oder darfst du verraten, wie viel zum Beispiel dieses halbe Jahr, kann man darüber reden, wie viel du da verdient hast oder was der Bayern... Also längst nicht so viel, wie die Leute alle denken. Ja. Das war auch noch ein leistungsbezogener Vertrag. Und zur damaligen Zeit, ich sag mal, waren 300.000 Euro viel Geld. Wenn ich das mit heute vergleiche, ist... Ja. Ja. Du kamst aus der zweiten Liga. Du aus der zweiten Liga ist ja auch noch ein Unterschied, ob man sich schon einen Namen irgendwo in der ersten Liga oder irgendwo international gemacht hat oder eben aus der zweiten Liga kommt. Aber der FC Bayern hatte damals so die Hoffnung gehabt, auch so diese Geschichte mit Roland Wohlfahrt kam damals auch vom MSV Duisburg aus der zweiten Liga, hat auch richtig gut eingeschlagen. Und da war die Hoffnung erst so, der Uwe Ciskale hat auch, ist ein Bombenstürmer in der zweiten Liga. Er hat für Wattenscheid, glaube ich, in zwei Spielzeiten 38 Tore gemacht. Ja, die Statistiken kennt ihr besser als ich, das weiß ich nicht. Und dann hat der FC Bayern halt angerufen und gesagt, wir müssen noch haben. Der Jupp Heynckes wollte mich haben. Jupp Heynckes ist ja damals dann dahin gegangen, der hat mich beobachtet. Werde ich auch nie vergessen, er war in Hannover und da habe ich auch ein Bombenspiel gemacht mit zwei Toren. Und kurz danach kam dann auch der Anruf. Wobei ich wirklich völlig überrascht war, dass es Bayern München war. Ja. Letztendlich sind es dann, ich glaube, ein Bundesligaspiel ist es geworden gegen Hannover. Eine Einwechslung gegen Hannover. Genau, und ein Europacup-Spiel. Ein Europacup-Spiel in Sofia. Und ich bin eigentlich ungeschlagen. Ich habe also kein Spiel in Bayern für mich. Was natürlich die Krönung gewesen wäre, ich meine, du bist nach einem halben Jahr dann wieder bist nach Schalke zurück. Ja. Das heißt, zurückgegangen nach Schalke gegangen. München ist in dem Jahr nicht Deutscher Meister geworden. Also 88 ist Werder Bremen Deutscher Meister geworden. Die Mannschaft war damals auch im Umbruch mit Jupp Heynckes, mit Matthäus und Brehme und Klaus Augenthaler. Und die Mannschaft hatte vorher viel gewonnen. Und stand dann noch, da war ja dieses ominöse Tor hinterher von Magern mit der Hacke in der Champions League. Ja. Da war ich aber schon weg, da war ich in Schalke. Und ich bin dann eigentlich wieder nach Schalke gegangen,
weil wir uns, oder weil meine Frau sich nicht ganz wohl gefühlt hatte. Ja. Sie war viel alleine. Wir müssen das jetzt mal im Tier unterbrechen. Ja.